In den Mähdrescher. Alter! Was hast du schon? Was hast du schon wieder gemacht? Oh nein! Das ist doch. Ich weiß noch, dass Otto geschrieben hat, ja, ich lege auch großen Wert auf realistisches Spielverhalten und so. Naja, jetzt können wir wenigstens mal unter den Mähdrescher drunter gucken. Ja. Hat das am Anfang so leckt bei euch? Die ersten zwei Sekunden auf der Map, ja. Hat einer was dagegen, wenn wir das kleine Pöttinger Mähwerk für 4.105 Euro direkt so aus dem Shop verkaufen? Ja. Nein, habe ich nichts dagegen. Okay. Kannst du gerne so machen. Ich dachte jetzt einfach nur, das würde jedes Mal vorhalten. Aber bei mir leckt's nicht jedern. Ja, das Thema, weil ich wahrscheinlich erst mal drauf bin auf dem Server. Das so, ist der Bergmann jetzt schon weg? Keine Ahnung, ich kann nicht verkaufen. Ich hab kein Passwort. Ach, kann ich dir mal geben, Hidan. Hidan sag ich schon. Smirnoff. Bergmann. Kaufen. So, Bergmann ist auch weg. Ich werde erstmal ein bisschen Geld jetzt für uns verdienen. Ein paar Bäume so wegbringen. Alter. Deswegen hat's gelenkt. Was? Also, wir haben... Das gucken auf irgendwas im Hintergrund läuft. Hat mir der jetzt schon geschrieben? Ich. Die das Admin-Passwort. Ach so. Die Mistgabel und die Palettengabel, die waren nicht für den Liebherr, ne? Also nicht für den Radlader, richtig? Die Palettengabel? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist überflüssig. Jetzt ist er weg. Aber ich glaube, Jidan, du musst, glaube ich, mal irgendwo in irgendeinen Traktor reinspringen. Weil es kann sein, dass es beim Laufen ein bisschen leckt. Das kann gut sein. Ich kann doch nicht mehr laufen, so dermaßen leckt das. Was? Das ist aber unnormal. Ja. Ich weiß, deswegen, ich wollte gerade nachgucken, wie viel Ping ich habe, aber ich finde die Taste nicht. Steht unten links. An der Karte. An der Karte. 1500. 1800. Dann guck mal beim Steam, ob du gerade was runterlädst. Weil wir haben alle, ich habe einen Ping von 40 zum Beispiel gerade, also 38, 40. Also ich habe einen Ping von 8. Die macht gar nichts gerade. Ich hab einen Ping von 30. Ich habe einen Ping von 17, 18 die ganze Zeit. Jetzt geht er bei mir hoch, irgendwas auf der BGA oder so. Also das war eigentlich ungewöhnlich hier. So, welche Schaufel kann mal kurz jemand gucken, welche Schaufel? Ach, warte mal, nee, mach ich schnell. wo haben wir den denn? An dem ist dran die. Warum ist die an dem dran? Also, wenn ich laufe, dann habe ich einen Ping von 130. Bei mir war gerade ein Wenn ich auf dem Desktop bin, habe ich einen Ping von 25. Sofort, wie ich ins Spiel reingehe, geht der Ping auf über 1500 hoch. Okay. Mal LS neu starten. Du mal testweise. Ich gehe doch nicht mal alte 4. Ist ja geil. Okay. So, können wir die Rüben jetzt anfangen zu ernten? Nee, die sind noch nicht reif. Schade. Wir müssen Zeit vorspulen, ich spule euch Zeit vor. Aber lass mir, bevor die Rüben anfangen, lass mich hier den Raps leer fahren. Hier, kurze Frage. Wir haben hier am Dings da noch eine Schaufel stehen. Am Shop, ne? Genau. Ja. Das ist die, also die jetzt am Radlader dran ist, ist glaube ich die Universalschaufel. Die fasst 6400, dann kann noch die andere, verkaufen, die jetzt hier noch am Shop steht, die Kosten hat nämlich bloß 5000, weg. Kurze Frage, wie viel Kohle haben wir jetzt gerade? Guck mal bitte. 329.000. Dann guck jetzt gleich nochmal. Na! Hilan kommt wieder. Hallo. Aber es ist komisch, dass bei Hidan Forest hat angefangen zu laggen letztes Mal. Jetzt lockt er aber sich sehr auch schnell ein beim Synchronisieren. Achso, okay. Jetzt bin ich schon fertig. Vorhin hat das ja nicht so. Oh, es ruckelt nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt bin ich nur noch bei 332.000. Ihr tut euch jemand Geld rubeln lassen. Ich hab's auch gehört. 332.000 haben wir jetzt. So, 335.000.
das Feld oben, die Feld 14 kaufen, ja, ne? Ja. Warte, 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 und bitte. 335. Leute. Ja. Schaut euch das mal an. Wo? Kommt mal zu mir auf Feld 19. In den Mähdrescher. Alter. Was hast du schon? So, was hast du schon gemacht? Oh nein. Das ist doch. Ich weiß noch, dass Otto geschrieben hat, ja, ich lege auch großen Wert auf realistisches Spielverhalten und so. Naja, jetzt können wir mal unter dem Mähdrescher drunter gucken. Ja. Warte, ich komm mal rüber. Und wenn jetzt jemand rückwärts fährt im Mähdrescher, haben wir einen Platz auf der Arbeitsstelle mehr. Zwei sogar. Hallo? Ist hier was? Ich glaube, ich kann reingucken in den Mähdrescher. Cool. Ach, echt? Ja. Oh, interessant. Ja. Der ist innen drin aber ganz schön hohl. Wo machst du eigentlich so eine Haken? Hat's ja gemeinsam. Ja. Otto? Warte, ich such gerade das Feld 19 da oben. Die grüne Neune. Am Arsch der Welt hätte ich das meiner Baub. Ja, kannst du einfach reinspringen in den Mähdrescher. Mal beim Mähdrescher suchen. Drück da einfach Tab. War ja, aber Tab? Eigentlich eine Maßnahme. Dann tappst du dich so durch. Ah, da bist du schon drin. Warst du gerade. Also wie viel Kohle gab jetzt der Baum? 364.000 haben wir jetzt. Wir hatten vorher 335.000. Ja! Also Otto, ich bin hier nicht gefahren, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Also das war auf jeden Fall ist kein Florian-Unfall. Nein. Das war diesmal ein Waldmeister. Also ich zieh da einen Hut, gell? Dass du was hinkriegst. Ja. Das schafft auch nicht jeder. Nee. Sieht auf jeden Fall geil aus. Also da. Das hat was. Ja, das, da gehört schon großes Können dazu. Definitiv. So, ich wollte uns dann mal den Gefallen und Gib gleich nochmal Geld. Ja, wir haben mit 363.000. Ich habe eine Goldmünze gefunden. So, gerade setzt du mal kurz in den Schlepper rein. Ich kaufe jetzt den Schlepper. 14, ja? Ja, der da kauf steht. Der da steht. Oh, ich muss den Raps wieder leer tanken hier. Wann kommen? Ach, ich könnte durch den Hänger und durchgehen. Du wusstest doch nicht. Hat der Hänger auch keine Kollision? Ich konnte gerade durchgehen. Wollen wir uns dann mal irgendwann Feld 21 gönnen? Können wir auch machen, ja. Wow, jo, danke. Reicht schon. Jetzt haben wir 223.000. Ich weiß nicht, wie viel teuer es ist. Feld mal, ihr habt einen Puma 160, habt ihr zwei Hänger hinten dran gehangen? Ja, ich hab hier am Steier drei Hänger dran. Das ist so ein bisschen krank, da kommt noch Perkel. Ja. Feld 17 wäre ganz schön, wenn ihr das erstmal kauft. Dann könnten wir da nämlich auch noch die Rüben runter ernten. Ja. Ja, soll ich das mal fix machen? Ja. Kauf mal einen. Geh mal auf Shoppingtour. Durch den Hänger durchgehen. Finde ich ja klasse. So, hier, zack. Querfeld ein hier. Wop, wop, wop. Wir haben keine Zeit. Aber nicht überall. Wir haben einen Baum gefunden. Und mit der kannst du durchgehen. Jetzt wird er nicht. Ja, bei manchen Bäumen gibt es doch eine Kollision. Aber manchmal ja, um mal auf das Ding von vorhin nochmal zurückzukommen. Das mit den 3D-Zocken kriegst du nach einer Zeit Kopfschmerzen. Okay. Mit dem Oculus Rift? Nein. Sein Fernseher hat eine 3D-Funktion bei LS. Ah, okay. Das wäre uns. Aber du kriegst nach der Zeit, kriegst du eben zu viel. Sag mal, du hast doch hier gerade erst angefangen zu säen. Warum wächst denn das schon? Weil wir Zeit vorgespult hatten. Oh lol. Was denkst du, warum die Nacht so kurz war? Echt, wir hatten Nacht gehabt? Ja! Ach stimmt, du warst ja nicht da.
Nö. Ich war auch die ganze Zeit auf dem Desktop. Ja, mitbekommen. Also rückwärts fahren mit drei Hängern funktioniert gar nicht. Ich ja sagen können. Ja. Aber hier, Otto, du hast ja bestimmt auch unser, was war das, 200 Abonnenten-Special gesehen? Nee, das war 200 Abonnenten war LKW-Rennen. 100, mit den 100 Anhängern. 100er, ja. Ich hab auch deine ganzen Anhänger, wo du dich noch hochschieben lassen hast. Ja. Das habe ich mir erst gestern wieder angeschaut. Ja, so lustig. War sehr amüsant. Natürlich, dass du den Weg gewählt hast, dass du halt wieder über die Brücke fahren tust. Okay. Ja. Ach, das war das, ja, das war das andere, ja. Das kostet 173.000, kauf jetzt trotzdem, ne? Ja. Ja, wir haben da schon einige verrückte Aktionen gemacht. Ja, und das ist ja das, wo ich immer wieder einen Hut ziehe. Ja, weil es gibt Leute, die sind da immer penibel, die wollen es immer ganz genau haben. Mag ich überhaupt nicht. Ja, ja, weil wir waren ja auch sehr penibel, haben gesagt, wir brauchen genau 100 Anhänger. Ja, gut. Die Rüben sind, Rüben so elf, Feld 11 sind immer noch nicht fertig. Da steht wahrscheinlich nicht drauf Kraut entfernen, ne? Das hat er schon automatisch. Nein, Kraut. Moment. Kraut entfernen ist hellblau. Feld 11, ne? Ja. Ist es ein Bug? Ist dunkelblau. Feld 11. Das braucht etwas mehr als einen Tag, um zu wachsen, anscheinend. Feld 11? Nee. Jo. Feld 11 ist aber Gerste drauf, ne? Das wisst ihr. Mm-mm. Doch. Mm-mm. Nein. Feld 11 sind Rüben. Feld 11 ist Gerste. Nein. Dann Rüben. Ach nee, schimmelt sich's auch. Ja, direkt davor. Ja. Okay. Farbenblind? Ja, ein bisschen. Feld 11 sind Rüben. Werden gesagt, dass da Gerste drauf wächst, ne? Das sieht man doch, ist der Erdbeerblaue. Ja. Holland Erdbeeren. Hm. Ich spule die Zeit noch ein bisschen vor wieder. Nee, aber auch beim das LKW-Rennen war auch sehr unterhaltsam. Also das habe ich nicht gesehen. Was? Du hast das LKW-Rennen nicht gesehen? Nein. Gibt's ja nicht. Das habe ich nicht gesehen, vom weil gefallen. Ich hab mich Danke. Eigentlich mehr auf das LS15. Nein, das war ja LS15. Achso, da habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Dann müsste ich direkt selber nachher. Alter! Das ist der Baum, der hängt fest. Ja, musst du mal angucken, Otto. Das LKW-Rennen haben wir bei. Ich glaube sogar zwei Videos, ne? Ja, wir haben einmal einmal einen Trailer habe ich gemacht. Zum LKW-Rennen. Da war doch der Spruch. Hast du nicht sogar das Autorennen und das LKW-Rennen getrennt habt, weil das so lang war, die beiden Videos? Das kann auch gut sein, ja. Oder? Mhm. Ja. Ja, schön. Da kam Kader beim LKW-Rennen, hat Kader gesagt: Ich habe vorhin einen Baum gesehen, da stand der Name drauf. Ja. Ja. Ja, ich habe immer gewonnen, ich war immer Letzter. Aber ja, der Sieger, der Herz. Ja. Aber es war auch lustig, ne? Ich lieg in Führung, auf einmal so, ja komm, wir fahren jetzt noch eine Runde, ne? Ich lieg immer noch in Führung, komm, wir fahren noch eine Runde, damit Florian nicht Erster wird. Das wurde langsam anstrengend. Ja. Noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Ja. Dann stehen auf einmal Windmühlen im Weg und Bienenhäuser fallen vom Himmel und... Stimmt, was halt. Was vom Himmel? Bienenhäuser. Bienenhäuser sind vom Himmel gefallen. Ja. Damit ich auch ja nicht gewinne. Ja. Wurde Sabotage betrieben. Ja. Aber riesengroß ist aber Müller, was machst du denn hier? Baum aufladen. Der hing dazwischen. Achso. Da holst du die ganze Map ab. Aber wir haben auch kein 500 Abonnenten-Special gemacht, fällt mir gerade auf, ne? Ich kann aber schon mal Feld 17 anfangen zu ernten, ne? Ja, kannst du. Ja, da ist nur nicht gedüngt. Die 500 Abonnenten kamen so schnell, da war schon fast 200 Abonnenten fertig. Müssen wir da jetzt düngen? Ja. Dann gibt's nur einen Ertrag. Ich fahr nicht, stopp. Das Dünger steht noch hier oben. Was? Pinkes Zeug? Auf Feld 23 wächst irgendwas Pinkes. Raps? Ja, ja. Oder? Nein, das ist dieses, Thymian. Luzerne oder so. Luzerne, ja. Luzerne. Und? Die Raps-Textur sieht auch komisch jetzt aus. Jetzt kannst du drunter fahren. Ja, ich wollte mir bloß mal hier eben schnell irgendwie den. Wo haben wir denn hier den Hänger? Den Hänger bring ich dir gleich mit.
Alles haben klar. Haben wir eigentlich genug Traktoren, ja, ne? Für alle? Ja. Okay. Nur den einen Baum ich bin schon fast dafür, dass wir den großen roten Case verkaufen und dafür einen anderen kaufen. Ja. Weil da kannst du ja kaum was dranhängen an das Ding, ey. Ja. Dann wird aber auch kein New Holland, weil da können wir noch weniger dranhängen. Echt? Ja. Wie New Holland? Ein Holztraktor? Was, ein Holztraktor? Yes, an welchen New Holland meinst du jetzt? Beide. An was? Beide? Ich glaube, wir haben so viele schöne Mods, oder es gibt so viele schöne Mods, wir müssen uns nicht mit einem New Holland rumärgern. Nee, hast auch wieder recht. Das stimmt. Ich hab mal eine Lehrerin dazu geschaut, die hat gemeint, juhu, jetzt muss ich mir kein New Holland mehr aus einer Mod holen. War ein totaler New Holland Fan. Okay. Du, ich eigentlich auch, weil ich finde die eigentlich ganz schön, aber da kommt halt nichts dran. Das ist irgendwie. Das ist genauso wie im Case. Ja, das ist einfach nur ärgerlich, ey. Ja, dann holen wir halt noch einen Deutz. Ja, oder einen Mod. Haben wir nicht noch einen Mod? Oder einfach noch so ein Katermobil oder so. Obwohl, nee, da können wir keinen Miststreuer dranhängen. Das ist natürlich auch Mist. Du nicht. Ne? Kein Miststreuer dranhängen. Ja, haben wir gesehen, der Kater. Ja, dieses kleine Scheißding, das liegt an den scheiß Stützrädern von den kleinen Hängern. Ja. Gibt doch so viele Mods, dann nimmst du den Kirovetz, den K700 drin. Also ich habe übrigens jetzt hier gerade, ich fahre jetzt gerade mit dem Steyr hier, mit 40 km/h und habe 53 Tonnen hinten dran. Ich frage mich, wie das so ein kleiner Forst-Truck hier schafft. Aber gut, er schafft's. Ja, doch, das manchmal geht. Manchmal eigenartig. Ja. Oh, er kommt in den Stingern. Oh Gott. Nichts passiert. Alles gut. Haben wir jetzt hier, soll ich jetzt noch auf den Dünger warten oder soll ich drüber ballern? Wo denn? Ich glaube, da holt gerade jemand den Dünger, oder? Ja. Holt also jemand den Dünger? Ich bin hier frei weg am Säen. Ich kann hier nicht machen. Okay, ich fahre jetzt gerade den Raps hoch. Okay. Na, ich hab der Düngerstreu steht doch immer noch hier oben. Ja, ich sehe gerade. Den kannst du mit dem Großen nicht holen. Der passt da nicht dran. Ich fahr den Case jetzt zum Shop, okay? Ja. Ja. Dann holst du noch einen Dolz. Oh, Hidan springt hier rum. Ja. Guckst du die Map nochmal an? Ich such die Goldmünzen. Ach so. Okay, ey, aber ein riesen Trecker, an dem man nicht mal einen Düngerstreuer dranhängen kann. Ja, wir hatten ja mal so eine Adapterkupplung, aber die Mod ist ja rausgeflogen.